Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir machen uns heute ein Roggenmischbrot mit Sauerteig, komplett ohne Hefe. Wunderschönen Brotergebnis. Was wir dazu brauchen, sage ich euch jetzt gleich. Wir haben auf jeden Fall mal einen Sauerteig. Ihr seht da meinen wunderschönen Roggensauerteig. Das sind 470 oder 480 Gramm circa. Dann habe ich da eben ein Quellstück. Das sind 50 Gramm Brotbrösel mit 100 Gramm Wasser. Das wird eben angesetzt und muss auch ca. 12 Stunden stehen. Passt dazu gut zum Ansetzen vom Anstellgut vom Sauerteig aus dem Kühlschrank. Braucht auch ca. 12 Stunden. Dann haben wir da 10 Gramm Öl, da 200 Gramm Weizenmehl, einfach ganz normales, das ganz normale Hausmehl, also Weißmehl. 150 Gramm Roggenmehl, da habe ich 15 Gramm Salz und 15 Gramm Brotgewürz, 80 Gramm Wasser, ein bisschen Mehl und ein Gärkörbchen. Und ich habe mir da eben die runde Ofenhexe eingefettet, die brauche ich dann später, weil ich das eben in dem Fall nicht in Form packe, sondern auf die Backform stürze, damit man die Rillen vom Gärkörbchen sieht. Genau, wir fangen im Prinzip auch schon an. Es ist überhaupt keine Hexerei. Zum Thema Sauerteig werdet ihr eben, wie gesagt, noch mehr von mir erfahren. Und eben für alle, die jetzt mitmachen, bitte eben mit dem Anstellgut 480, 470 Gramm Sauerteig ansetzen. Gleichzeitig nicht das Quellstück vergessen. So, jetzt fangen wir an mit dem Wasser. Das heißt, jetzt kommen wir mal unsere 80 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann das Mehl, also mal das, nicht so schlimm, die 200 Gramm Weizenmehl. 150 Gramm Roggenmehl. Das Wasser ist schon, genau. Bin ich schon verwirrt. Der Sauerteig. Der Sauerteig ist in dem Fall eben dafür da, dass man dem Brot einfach einen feinsäuerlichen Geschmack verleiht, aber mitunter auch dann, dass es kriegt eine schöne Porung, eine schöne Kruste und es ist einfach auch länger haltbar. Und in den Zeiten wie gerade eben aktuell, man braucht einfach auch keine Hefe. Der Unterschied zum Hefebrot ist einfach in dem Fall, man muss sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das werdet ihr aber dann im Verlauf des Rezepts nur bemerken. So, aber es lohnt sich. Es lohnt sich allemal. Jetzt kommt eben das Quellstück da gleich mit rein. Zum Quellstück auch noch kurz, wofür das Quellstück? Das soll einfach dazu dienen, dass wir mehr Feuchtigkeit in den Teig kriegen. Somit verleiht es dem Ganzen mehr Frische und ein bisschen saftiger wird es und es ist auch länger haltbar wiederum. Somit hat das schon so seinen Sinn. Und genau, so, dann haben wir da eben nur die 10 Gramm Öl, einfach ein neutrales Öl, könnt ihr auch Olivenöl, also ist jetzt nicht so tragisch, aber einfach besten neutral. Dann Salz und Brotgewürz. Jetzt Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für 1 Minute 30 im Linkslauf auf Stufe 5 zum Teig geknetet. In der Zeit könnt ihr euch eben mit der Teigwanne, wo man dann gehen lassen, einfach ein bisschen einölen. So, jetzt ist unser Teig schön fertig geknetet. Ich zeige euch das da. Man riecht im Vergleich einfach zum Hefeteig diese Säure raus. Das ist, ja, also es macht allein schon da vom Duft her einen Unterschied. Aber ihr werdet sehen, das lohnt sich. Es lohnt sich allemal. So, dann holen wir uns den ganzen Teig raus und geben ihm alles in diese Teigwanne quasi oder in eine Germschüssel. So, wenn ihr dann den ganzen Teig rausgekriegt habt, dann geht ihr her, Deckel drauf, stützt es jetzt an einen warmen Ort für ca. 30 Minuten und genau, dann geht es auch schon weiter. Was ich jetzt fast vergessen hätte, in der Zeit, wo jetzt der Teig geht, könnt ihr euch einfach schon mal eine Arbeitsplatte herrichten. Ein Gärkörbchen, ihr könnt ein längliches, ein rundes nehmen, einfach schon mal bemehlen, die Haube oder Frischhaltefolie oder Wachstuch, was ihr habt, herrichten und dann können wir im Prinzip dann nach diesen 30 Minuten gleich durchstarten.
So, da, ihr Lieben, jetzt ist der Teig einmal für 30 Minuten gestanden. Jetzt tatze ich den einmal auf eine bemehlte Arbeitsfläche aus. Und es ist so ein bisschen, also man sieht da an diesem Bläschen, ich muss mir jetzt kurz die Hände ein bisschen bemehlen. Das müsst ihr euch immer merken, ein Roggenteig ist immer ein bisschen eine klebrigere Angelegenheit, aber man kann sich auch merken, grundsätzlich je klebriger oder je mehr man sich mit dem Brotteig ärgern muss, desto besser schmeckt es nachher. Also von dem her. Das Rezept habe ich übrigens von ganz lieben Kollegen, Kolleginnen, so muss man eigentlich sagen. Und da sieht man, dass der Teig auf jeden Fall, dass das Sauerteig-Ding, es funktioniert. Jetzt habe ich da so Mehl im Gesicht. Genau, jetzt tun wir uns das ein bisschen falten. Und zwar quasi immer so ein bisschen in die Mitte falten. Da ich eine so tolle Matte habe, werde ich mir dieses Klebrige einfach ersparen, indem ich mir die Matte zur Hilfe nehme und einfach so falte mein Brot. Und das mache ich jetzt ein paar Mal. So, das ist genug. Dann tatze ich das so ein bisschen zusammen und legt es euch. So, und legt es euch mit dieser, wie ihr da so seht, von mir etwas zusammengeflickten, mit der nicht schönen Seite nach oben, in das vorbereitete Garkörbchen rein. Ihr könnt da ein längliches nehmen, dann müsst ihr es ein bisschen länglicher falten jetzt quasi. Aber ich nehme immer rundes, weil ich kein längliches habe. So, einer da ins Garkörbchen. Das ist das dann bemehlen nochmal. Und jetzt könnt ihr es eben, wie gesagt, entweder mit einem Wachstuch oder, also so ein Bienenwachstuch, mit dem bei den Garkörbchen ist oft eben so ein Schutztuch dabei, zum Abdecken, dass ihm der nicht austrocknet, oder Frischhaltefolie abdecken und stützt euch den jetzt wirklich für 3 Stunden an einen warmen Ort. Und das habe ich vorher gemeint mit, ihr werdet noch sehen, warum ich mit dem Rezept, warum man sich da mehr Zeit nehmen muss. Ist aber im Endeffekt wirklich lohnenswert, nur ohne Hefe muss man sich vorstellen, der Sauerteig, das benötigt einfach mehr Zeit, aber es ist am Ende ein sehr gutes Brot. Somit nehmen wir uns die 3 Stunden, warmen Ort, ca. 24 Grad, nicht zu warm eben, und dann sehen wir uns wieder. Jetzt ist es spannend, meine Lieben, es wird spannend. Na, es ist unser Brot. Ist jetzt nach 3 Stunden, sieht man echt einen richtig schönen Erfolg. Es ist durchs Bemehlen und Stehen eben, durch diese lange Gehzeit, sieht man einfach auch, wie es nur schön eingerissen ist, ein Wengerl. Also ich bin zufrieden. Es riecht auch köstlich säuerlich, so wie es soll mit dem Roggensauerteig. Und jetzt werde ich mir das im Prinzip nur noch auf meinen Stein stürzen. Es ist jetzt so, ihr könntet das bei 250 Grad Vollgas auf einem Backstein, also wenn ihr einen Pizzastein zum Beispiel habt, dass den vorheizt 40 oder 30 bis 40 Minuten, dann das Brot draufschirmen auf den heißen Stein und dann ein paar Eiswürfel ins Ofenrohr schießen, Tür zu und dann 10 Minuten in diesem Dampf, heißen Dampf, 10 Minuten backen. Jetzt mache ich das einfach anders, also 10 Minuten und dann reduzieren und nochmal backen. Aber ich mache es einfach auf diesen Pampa-Chef-Stein und ich mache es nur bei 230 Grad für 10 Minuten und dann reduziere ich die Temperatur auf 210 Grad und lasse dann nur mal 30 bis 35 Minuten fertig backen. So mache ich es. Aber ihr könnt das natürlich genauso mit diesem Schwaden quasi machen. Und ich habe eben einen Dampfbackofen. Wer eben die Roomtour gesehen hat, können wir euch gerne sonst mal verlinken. Wir brauchen im Prinzip dieses Schwaden nicht, weil wir mit Dampf backen. Also der Ofen schießt im Prinzip den Dampf zu. So, jetzt stürze ich mir das aus dem Garkörbchen raus auf die Backform. Ihr seht ja dieses wunderschöne Muster. Ich lasse das jetzt auch da genau da, wo es ist. Ich rühre das nicht mehr an. Genau, wie gesagt, mein Ofen habe ich jetzt dem Ende der Backzeit zu, also ihr könnt es jetzt nur 5 Minuten stehen lassen, am Ende der Gehzeit, vorgeheizt auf 230 Grad und eben mit dieser mittleren Feuchtigkeitsstufe. Und jetzt wird es bei 200 Grad für 10 Minuten Vollgas backen quasi und dann eben nur mal 30 bis 35 Minuten bei 210 Grad.
Und wenn es dann unten drauf klopft, klopft und es klingt hohl, wissen wir, dass es fertig ist. Aber das zeige ich euch dann, wie es ausschaut, wenn es gebacken ist. So, ihr Lieben, jetzt ist es endlich soweit. Ihr habt das Brot nach dem Backen einfach auf dieses Gitter vom Pampered Chef gelegt. Könnt ihr es auf ein erhöhtes Kuchengitter sonst legen oder ein umgekehrtes auf dem Backrost quasi. Na? Wenn es so klingt, perfekt. Es ist knusprig. Und jetzt schneide ich das mit euch an. Es ist komplett abgekühlt. Und jetzt schneiden wir es an. Oh, diese Kruste. Und das ist eben auch der Sauerteig. Also definitiv natürlich auch die Backumgebung, sage ich mal. Aber der Sauerteig führt eben genau zu diesem wunderschönen Brotergebnis. Also wenn das nicht einfach ein Traum von Brot ist und es riecht eben, also man riecht es auch. Also ein Sauerteigbrot riecht man. Aber es soll eben genau so sein. Also was will man mehr? Man hört es. Nochmal. Ja, ich höre. Also ich hoffe, ihr hört das. Es ist ein Traum. Man sieht auch da direkt ins Brot rein, wenn ihr das erkennen könnt. Also es ist echt. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich jetzt dann auf ein Butterbrot zum Frühstück, weil es ist schon ganz schön spät geworden. Aber wie gesagt, das Warten, die Zeit, die ihr dem Teig gebt, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Ja, und in Zeiten wie diesen, wo keine Hefe zu finden ist, braucht man nicht mehr als wie ein Sauerteig und ein gutes Rezept. Das findet ihr bei mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Daumen hoch, Abo bitte gerne da lassen. Ich freue mich natürlich total, ist für euch kostenlos. Immer wieder gerne backe ich und koche ich für euch und mit euch. Ihr werdet wieder ganz viel von mir hören. Bis ganz bald. Alles Liebe. Tschüss.